Sie sagen, die Unterrichtsversorgung ist gesichert. In meinem Landkreis gibt es eine Grundschule, die hat 10 Klassen. Da sind 5 Klassenlehrer heute krank. Da müssen Schichtunterricht und Klassen zu Hause gelassen werden. Das ist die Realität. Wir können sie nicht mehr versorgen. Ja, und wenn Sie mit den Schulen reden, Herr Kollege Kreuzer, und das haben wir in 20 Schulkonferenzen gemacht, dann werden Sie hören, dass ab dem zweiten Schultag die Versorgung eben nicht mehr gesichert ist. Und deshalb ist es doch richtig und notwendig, dass Sie die Lehrerversorgung überprüfen. Und nichts anderes ist vorher gesagt worden. Und ein Mittel ist zum Beispiel, die Mobilreserve zu erhöhen. Ein Mittel ist zum Beispiel, die Lehrerversorgung um 10% über das Budget zu decken, damit wir auch wirklich diese Dinge abfedern können. Das sind alles Versäumnisse Ihrer Fraktion und Ihres Kultusministers und sonst gar nicht. Wir haben damit nichts zu tun. Und jetzt machen Sie endlich mal Ihre Hausaufgaben und dann sind die Schulen ordentlich versorgt und unsere Kinder haben vernünftige Lehrer und können auch dann entsprechend auch versorgt werden. Es kann doch nicht sein, dass wir in Bayern für die wenigen nicht andere Möglichkeiten Einstellung finden. Das ist doch lachhaft.